Herzlich willkommen hier zu meiner Folge hier in Thüringen. Moin Moin. Ja, immer schön Dank an alle, die mal fleißig reingeschaut haben und fleißig mal geguckt haben. Ne? Mal länger oder kürzer, ist egal. Entscheidend, dass es geguckt wurde. Wir machen auf Feld 10 weiter. Dazu kurz mal abkoppeln. Heißt hier unterstützen, fleißig, dass wir hier mal fertig werden. Ne? Dann muss ich die anderen Fahrzeuge von Feld Nummer 29 abziehen. Ja, mal einklappen. Den Drescher machen wir auf. Mit X. Das war hier vorne, was ändern, ne? Aufs Fahrzeug. So, jetzt müssen wir den Kurs hier kopieren. Und zwar sind da drei Spuren. Das heißt, kurz mal Kursplay. Feld 10 ist richtig. Dann machen wir so. 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 Dann hier kurz Kurs laden. Ernte Feld 10. 13 Meter ein Fahrzeug. So, haben wir. Jetzt schauen wir mal ganz kurz. Hätte ich auch reparieren können. Dann nehmen sie egal. Wo wir am besten mit eingreifen. Und zwar den vorhandenen Kurs. Ne? Das ist ja so. Hier ist zu Ende. Hier wäre zu Ende. Also müssen wir theoretisch ungefähr zur Hälfte. Der Holland wird ja weiter hinten noch sein. Fahren wir so rüber. Hier habe ich einen blauen Kurs hinbekommen schon. Ne? Musste ich auch neu einfahren. Ne? Also das war alles nicht vorhanden. Aber gut, das waren ja die Kurse von Mehrspieler-Modus hier mit Kamsi zusammen. Da hatte ich auch einige Felder schon eingefahren gehabt. Also nummeriert und so. Ne? Nach Möglichkeit auch Kurs eingefahren. Immer wenn Missionen waren, nebenbei mitgemacht. So. Dann müssen wir hier mal gucken. Ungefähr die Hälfte. Muss ja nicht 100% sein. So, greifen wir hier mal ein. Machen wir hier an. Und dann werden wir wahrscheinlich mal schauen. Helfer reinschmeißen, ne? So. Und zwar einstellen. Mit Stroh. Richtig, ja. Jetzt ist mir zu. Kurz mal die Strohballen wegholen, ne? Die Paletten. Junge, warum fahr da einfach weiter sonst? Weißt du, bei Kursplay ist das so, dann fahren sie alle über den Haufen. Das ist egal, was da steht. Wenn ich da stehe, da wird auch über den Haufen gefahren. So, der LKW stand da hinten irgendwo. Ja, irgendwo da. Den fahren wir jetzt zum Hof. Und dann schnappen wir uns den Outroader und dann laden wir die Paletten mal auf. Die Paletten kriege ich mit dem nicht, oder? Mal probieren, ob ich da den entsprechend nehmen kann. Da muss ich sehen, ob ich von Easy Load hier, da geht es auf jeden Fall. Wir fahren erstmal zum Hof, den Anhänger. Stellen wir mal weg. Solange die anderen keiner meldet hier Störung, Blocking ist für mich keine. Oh, ist schon. Was ist hier wieder los? Ja, da ist. Muss ich mal gucken hier. So, was ist hier los? Ist denn hier was faul? Oder kommen die einfach nicht rum?
So, mal kurz gucken. Im Grunde hat ihn entlassen. Feldnummer 20, oder? Das erklärt einiges. Das ist der verkehrte Feldnummer 20. Den Kurs muss ich löschen. Das ist nämlich Feld 28, Kollege. Da war doch was gewesen, ne? Feld verkehrt nummeriert. So, Feld 10. Und den Kurs muss ich löschen. Umbenennen. Und den nicht. Feld 920. Umbenennen. 28. So, umbenennen. Das ist nämlich der richtige Punkt. Deswegen gab es auch die Probleme in anderem Feld. Das weiß ich Bescheid. Es ist ja egal, wir haben es rausgefunden. Naja, irgendwann. Wie sagt man, Holger, der Fehler ist jetzt hinterm Ruf auf Ruf warten. Und da kannst du lange warten hier. Hier wird kein Ruf kommen. Werden wir jetzt vom Feld runterfahren und dann in den Kurs fahren lassen. Muss ich auch, was so Feld 10 findet. Normalerweise schon. Ob er da nur sich wohlfühlt, ist die andere Frage. Naja, aber so ist das, ne? Kleinigkeiten. Aber wir können ja nächste Woche Mission machen, sicherlich. Freitag, also heute. Heute. Wir haben genug zu ernten. Mission technisch gesehen. Feld Nummer 10. Auf Ruf warten ist hier lange. Checken wir auf Kurs. Was ihr hinfindet. So. Und auf geht's. Ja. Da hätte er lange warten können, ne, bis da was passiert. Aber Lohnzahlung. Oh, 8500. Ich werd arm. Gut, alles fährt, ne? Alles arbeitet, ne? Ja. Oder auch nicht. Vollgas. Mit Paletten wegräumen, das kommt dann überhaupt nicht mehr. Ne? Das muss ich heute noch schaffen. Na, das schaffe ich auch noch. Ja, heute Abend. Mal gucken. Bevor ich hier lange suche. So, Ballen pressen, das machen wir nicht. Düngen, ernten. Ernten haben wir ein großes Feld. Viel düngen. 30. 28, ja, ja. Gut. Das wäre eine Option, ne? Sag mal so. Obwohl ich 28 nicht gerne mache, aber das wird's tun. Stand. Heute Samstag, ne? Den 15. Ja, 15 haben wir heute. Feld 10 ist noch nicht fertig. Bis dahin. Aber da arbeiten jetzt zwei Drescher. Die Fahrzeuge fahren hoffentlich jetzt hin und werden die abladen. Ne? Mal schauen, dass wir den Weg frei kriegen. Das sollte ja an sich kein Problem sein. Den Rest kippen wir gleich. Oh, wir sind Luxury. Oh, hier im Hof normales. Hier sind zu viele Gebäude. Also, wenn ich die Karte neu starte, werde ich viele Gebäude extra nicht bauen. Also, ich denke mal, wird dann Hof 1 beginnen. Und Hof 2 und Hof 3 werde ich auch nehmen, für, wegen der Kühe. Aber Hof 1 mehr eine Maschine. Außer hier die Fahrzeuge für Ackerbau und Viehzucht. Ne? Mal hier ab. Denn morgen mache ich ja die Aufnahmen für die Marsch. Das mache ich heute nicht mehr. Das habe ich noch nie gemacht, ganz gerne. Zwei Tage so lange. Und dann kommen wir durcheinander, ne, mit den ganzen. Und hier werden wir gleich mal den Mist aufladen. Das ist, bietet sich an.
immer Mist. Beim nächsten Mal wieder mehr. Und dann wird er nämlich hier startet nicht. Warum nicht? Drunter fahren, Junge. Das wäre sinnvoll, ne? So. Das können wir nämlich bei der BGH entsorgen später. Und wir werden jetzt den Palettenwagen holen. Steht er ja beim Sägewerk. Dann kann ich gleich mal Paletten verkaufen. Die machen ja auch ein bisschen Performance-Störung. Ne? Sind ja vorhanden, die sind ja, müssen ja alle berechnet werden. Wie jetzt gerade passiert. Aber normalerweise die paar Dinger müsste eigentlich kein Problem darstellen. Ne? Müsste. Bäume, die gefällt wurden. Also sowas. Ja, das läuft, die Ernte läuft jetzt. So. Schau mal, F1. Holzpaletten. Oder ja, probier mal aus. Ob das klappt. Damit wir die Balken weg haben. Das Sägewerk steht schon wieder, weil die Balken ja voll sind. Na ja, gut. Wie gesagt, da erscheinen einige beim Händler, die Balken. Und das ist, auf Dauer ist das ungünstig. Ich glaube, die kann auch nicht verkauft. Beziehungsweise auch nicht verarbeitet, die Balken. Ob es genau die sind, das weiß ich jetzt nicht genau. Ich habe nur immer ein paar bei, die ich nicht verkaufen kann. So, hier. Gut, das sind die verkehrten Paletten, klappt nicht. Y, Eierkartons, Baumwolle, Paletts. Ja. Wenn ich die aufladen kann, also muss ich manuell. L. Aber das Sägewerk, ja, muss ich ganz ehrlich sagen, es macht mehr Arbeit, als man da jetzt Geld rausbekommt. Ne? Also wer sowas machen möchte, kann es gerne tun. Ich bin mit der Landwirtschaft gar nicht ausgelastet. Und daher. So, das geht auch nicht. Wir testen mal einiges durch. HD, Runde Ballen, Ballen, Ballen. Holzpaletten. Eierkartons. Ja, geht nicht. Eierkartons? Hätte mich auch gewundert. Wenn das nicht geht, dann ist es schlecht. Geht nicht. Gut, dann muss ich das per Hand wegstellen. Hier von der Straße holen. Paletten auf der Marsch, die gehen. Ich glaube, hier wird eine andere. Oh, der LKW nicht, Junge. Nicht viel Spinatiger sind heute. So, was freigeräumt ist. Was auch freigeräumt. Hoffen wir, es klappt. Gut. Ist also nicht gut, ist nicht schön, dass nicht funktioniert, ne? So. Da kommen wir nicht so hoch. Also die Ernte läuft nicht an. Ob
Die Ballen kriegt er auch nicht transportiert, also die quadratischen Ballen. Der kann nur die runden Ballen wegholen. Und der andere Ballenanhänger, wo ist der? Den ich hatte. Den blauen. Müsste hier im Hof stehen, ne? Hier am Feld. Ja, das täuscht. Ich stelle ihn hier mal auch mal hin. Oder beziehungsweise wenn wir hochfahren, gucken, ob da einer rumsteht. Nö. Dann mal gucken beim Lagerplatz. Ob ich da was hingestellt habe. Sonnenblumen können wir machen, ja. So. Blauer Anhänger. Da hinten ist er. Na. Du musst hier einen haben. Noch ein Platz frei. Da kriegen wir Paletten noch weg. Natürlich ungünstig, ne? Dass wir zwei Anhänger haben. Die eine Funktion hat es nicht. Also. Da muss ich mal schauen, ob wir da in Zukunft machen. Also Paletten, die müssen ja irgendwo, also die alle mit einem Radlader zu nehmen oder mit einem Traktor mit Hebefunktion ist ja auch ungünstig, ne? Auf Dauer. Aber der kann nur die Ballen transportieren von Strohbergs an oben, ne? So, machen wir den Deckel auf. Schon wieder Geräusche. Keine Ahnung, wo die herkommen, ne? Komisch. Ist schon merkwürdig. Oh, das geht. Paletten wegräumen hier. Die oberen auch. Wenn ich dran denke, guck gleich unten rein in der Logdatei. Und den Deckel hoch machen hier. Gut, die haben wir schon mal. 32 kriegen wir rauf. Mal gleich mitnehmen hier. Ja, irgendwelche Knistergeräusche. LKW kaputt. Oder mein Zauntreiber ist im Arsch. Hoffen wir nicht. So. Das klappt auch nicht verkaufen. Das ist ja auch so eine Anführungszeichen, so ein Mist. Hat nicht klappt, das klappt nicht. Ne? Man muss ja rauflegen, dann muss er verschwinden, die Balken. Also mehr oder weniger, das muss jetzt ruckeln und zuckeln. Aber. Klappt ja auch nicht so. Deswegen ist für mich im Prinzip jetzt das Sägewerk erstmal gestrichen. Das wird dann im nächsten Kader immer nicht kommen. Allein an der Tatsache, weil es viel Arbeit macht. Nicht, dass ein paar Dinge nicht so klappen sollen. Aber es funktioniert nicht so gut. So. Es fallen garantiert welche runter. Das machen wir noch fertig. Aufladen. Und dann ist Schluss für heute. So, liebe Schauer, das soll es dann auch für heute schon gewesen sein.
Ein dickes Dankeschön fürs fleißig reingucken und fleißig liken. Heute Abend ist Livestream. Wenn ich den Tag ehre. Wenn ich meinen Tag geehrt habe, dann ist morgen Livestream. Bitte verzeihen, das bringt man dir durcheinander die Tage. Wo ich eigentlich gezählt habe. 1, 3, 4, 5. Ne, heute ist Freitag, Donnerstag. Morgen ist ein Livestream. Dann geht es hier weiter in Thüringen. Die Ernte läuft ja, obwohl der aktuell läuft nicht. Wir müssen gleich mal gucken, was da wieder los ist. So. Das ist mal gut so. Stehen lassen. So, dann sagen wir Tschüss und Ciao, Ciao. Morgen geht es hier weiter in Thüringen. Tschüss.